Guten Morgen, Afrika. Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin immer noch in Uganda und heute geht es wandern. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Jetzt gibt's erstmal ein leckeres Frühstück, bevor Maria und ich die Rucksäcke aufschnüren und um den Mount Morodo rumwandern. Übrigens stehen hier auf der Speisekarte die Sorten an Kaffee. Es gibt aber nur die French Press. Es gibt leckeren Obstsalat, ein Juice, Kaffee und später mehr. So, der zweite Gang ist da. Pancakes und Spanish Eggs. Und ich bin hier ganz alleine, alle anderen schlafen noch oder sind gar nicht da. Kann sein, dass ich auch ganz alleine bin. So, es geht los zur Wanderung auf den Mount Morodo. Wir werden sicher nicht bis ganz oben wandern, aber ich denke, auf über 2000 Meter werden wir wohl kommen. Ich freue mich schon auf die Wanderung mit Maria. Hier nochmal ein kleiner Einblick in die Unterkunft. Hier ist der Eingang, dort geht es zum Parkplatz und da ist der Treffpunkt der Guides. Und schaut euch mal diese Pflanze an. So schön. Hier ist das Restaurant und die Rezeption. Und hier um die Ecke geht es zu den Zelten und Unterkünften. Davon ist unsere Unterkunft und direkt hier neben ist von den Vereinten Nationen der Standort. Na dann, auf geht's! Ganz lustig, ich habe eine App, die zeigt an, wie hoch wir sind. Und zwar sind wir gerade 1400 Meter hoch und ich habe das ihr gezeigt und sie sagt, ja, ja, so weit sind wir schon gelaufen. Wir sind in Singula. Ja, Singla. Singla Village. An der Gebiss, Sub-County. Und wandern jetzt Richtung Berge. Die Steine glitzern hier. Hiermit kann man Tische machen. Und die glitzern, das sieht man jetzt gar nicht auf dem Video, aber sehen richtig gut aus wie Marmor. Ich frage mich gerade, warum sie zum Wandern so Sandaletten angezogen hat. Die Kühe gehen jetzt zum Grasen. Ein kleiner Fluss, jetzt in der Trockensaison, in der Regensaison wird er richtig groß. Da ist eine Pumpe. Is it for free the water? Yeah, it's for free. Die Menschen müssen das Wasser nicht bezahlen. Der Staat hat die Pumpen gebaut und in den Dörfern ist das Wasser kostenlos, nur in den Städten müssen sie es bezahlen. Weil hier in den Dörfern haben die Menschen kein Geld, sondern sie arbeiten für ihr Essen und haben ihre Kühe und bauen alles an, was sie brauchen und haben daher kein Geld. Das ist die Waschanlage. Hier mitten in den Bergen ist eine Schule. So, jetzt gehen wir ein bisschen durch den Regenwald. Hier plätschert auch ein Bach. Ja.
Wir haben hier übrigens gefrorenes Wasser mitten im Busch. Sie hatte das Wasser über Nacht in einen Kühlschrank gelegt und das ist irgendwie gefroren. Aber ist gut, schön kalt. Die Fasern aus dieser Pflanze, die werden benutzt, um diese Haare zu machen. Wow! Hier ist nochmal eine ganz andere Vegetation. Hier wachsen so Kakteen, ist eher wie eine Wüste hier. Hier kann man nochmal sehen, wo die Steine abgebaut werden für Waschtische, Waschbecken etc. Die glitzern hier total. Und hier ist es einfach wunderschön. Schaut doch mal. Mitten in der Natur hier ist jetzt ein Museum. Da gehen wir jetzt rein. No. We have got three categories of displays. Er erzählt mir super viel über eine große Familie, die sich irgendwann zerstritten hat und in 5 kleinere Familien verfallen ist. Dann gab es Krieg, jeder gegen jeden. Es wurde Vieh geraubt, Diebstähle, es wurde gemordet, es wurde brutal gekämpft, es wurden Menschen ausgebeutet. Eine richtig schreckliche Vergangenheit. So sieht ein Kral aus. Hier ist ein Satellitenbild davon. Und hier geht es hauptsächlich um den Krieg, den die verschiedenen Stämme geführt haben. Ursprünglich kommen sie alle von hier und dann haben sie sich zerstritten. Es gab Krieg und die sind dann in verschiedene Gegenden hier vom Nordosten gezogen. Das ist ein Kopfkissen für Männer. Da steht es auch, ein Mann braucht das, um komfortabel zu schlafen. So ein Teil, die nennen das Kalabasch, hält die Milch für eine Woche frisch. In diesen Behältern lagern sie Lebensmittel noch mehr als 6 Monate und sie sind immer noch genießbar. Ihr könnt hier nochmal meinen Weg sehen. Unten am Lake Victoria bin ich gestartet und immer so ein paar Kilometer an der Grenze zu Kenia nach oben gefahren. Und ja, jetzt bin ich hier oben in Morodo. Drei Hauptgebiete hier in Uganda haben Fossilien hervorgebracht. Da steht's nochmal. Und in 2 der 3 Hauptgebiete war ich, und zwar in Mount Elgin und hier in Karamoja. Und sie sind wirklich fernab vom Tourismus. Hier hat jemand den Vulkan nachgebaut. Der Morodo ist ja ein Vulkan. Der Vulkan ist einer der fossilienreichsten Vulkane hier im tropischen Afrika. So, genug Kultur, jetzt geht's zurück. Hier mitten in den Bergen sind auch kleine Dörfer. Es sieht so schön aus hier. Wir sind zurück von unserer Wanderung. Da ist die Unterkunft. Und schaut mal hinter mir. Da kommen die Ziegen hinter uns hinterher. Ich bin völlig verschwitzt hier zurück am Zelt. Und ja, heute Nachmittag geht's auf Boda Boda Tour. Das ist eine Motorradtour. Da habe ich mich gestern gewundert, dass Maria sagt, ja, sie kommt auch mit. Und dann dachte ich, okay, sie wird ja nicht der Fahrer sein, also fahren wir mit 2 Motorrädern. Und jetzt beim Wandern ist mir gerade eingefallen, eieiei, manchmal sitzen die ja zu dritt oder zu viert auf so einem Teil. Ich vermute mal, wir fahren mit einem und wir sitzen zu zweit hinten drauf. Ich bin schon ganz schön gespannt. Ich glaube, das wird ein richtiges Abenteuer. So, jetzt habe ich erstmal Lunch. Ich habe mir Gott sei Dank die kleine Pizza bestellt. Ihr seht anhand von meinem Handy, wie groß sie ist. Oh Gott. Frisch geduscht. 3 Mangos im Bauch. Da liegen die Schalen, die muss ich jetzt mitnehmen.
geht's jetzt auf Buddha Buddha Tour. Wisst ihr, was Buddha Buddha ist? Buddha Buddha ist ein Motorrad. Ja. Und ja, ich bin schon ganz gespannt. Ein bisschen ängstlich bin ich schon, weil die fahren ja hier ohne Helm und so. Aber ja, ein bisschen Abenteuer muss halt sein. Okay, vielleicht kann ich euch ein bisschen mitnehmen. Ich will mal sehen. So, jetzt latsche ich zum dritten Mal zurück. Beim ersten Mal hatte ich nur eine kleine Tasche bei. Ich dachte, bevor es vom Motorrad fällt, sollte ich meinen Rucksack holen für Snacks und Wasser. Hab mich wieder hingesetzt, sollte warten. Kommt der nächste. Ich soll mir andere Schuhe anziehen. Ich hatte extra geguckt, was Maria für Schuhe anhat und dachte, okay, wenn die so eine Schuhe anhat, kann ich auch Flipflops anziehen. Gut, jetzt muss ich mir noch feste Schuhe anziehen. So ist besser. Aber jetzt zum 50. Mal ziehe ich jetzt hier den Reißverschluss runter. Ist ja immer nicht so einfach, das hier zu öffnen und zu schließen. Man muss hier immer dieses Schloss durch die drei Reißverschluss ziehen. So. Da ist unser Motorrad mit dem Sonnenschirm. So, jetzt packe ich das Handy weg. So sieht der aus. So, wir sind jetzt hier die ganze Zeit durch den Busch gefahren. Ich bin bald einen Heldentod gestorben durch so irgendwie Flussbetten und so. Das ist Daniel und das ist sein Motorrad. Da haben alle drei drauf gesessen. Hier ist so eine Wasserstelle wieder, so ein Brunnen. Die wurden natürlich voll praktisch, die brauchen hier nicht so weit laufen. Hier sind nur die Kinder zu Hause, aber wir dürfen hier trotzdem spazieren gehen. Und uns alles anschauen. Ah, we saw yesterday. Ach, die haben Hühner und Küken. Das ist ihr Haus. What is it for? The house for the chicken. Ah, okay. I think for the dog, but it's for the chicken, okay. Ja, ich habe gerade gesagt, er hat so einen schönen Blick zu den Bergen hier. Er zeigt mir jetzt seine Dusche. Ja. Wow. Very deep. Ja. Da hast du die Toilette und hier die Dusche. So, es geht weiter. So, wir haben hier jetzt mal kurz angehalten. Das ist das Feld. Hier wird jetzt alles vorbereitet für die neue Saison. Die Regenzeit fängt bald an. Und die singen. Ja, das singen, weil... They are singing. Sonnenblumen gesät. What? You move, eh? You try to move. Sie singen, weil sie im Rhythmus schneller hacken können. Es geht immer 10 Schritte nach rechts und 10 Schritte nach links. Und mit ihrem Gesang können sie den Rhythmus besser einhalten. Ich will
door. So, wir sind jetzt wieder in einem Village. This is the food. And this is where we chill. Like if you have a visitor like you, come and sit here. We chill, we buy. It's a sitting room. A sitting room, like just like, next example, in a dining hall. Dining hall for eating food. Mm-hmm. Come and sit here, you make fun, you take beer. Local beer first, take local beer. So, ihr habt es gehört, das ist der Speisesaal. Hier wird gemütlich gegessen, gesessen und getrunken. Das ist die Mama, die hat 100 Kühe gekostet. So, wir sind hier angekommen. Da ist irgendwas von der Kirche. Und jetzt ist hier ein Spiel. Das wollen wir jetzt spielen. Also, es ist zu verrückt für mich. Ich kann es nicht begreifen. Es geht um die Anzahl der Steine, die in diesen Löchern liegen. Keine Ahnung, ich habe es nicht verstanden. Und sie hat es auch nicht verstanden. Also ich habe jetzt gesagt, das sind Termitenhügel, aber sie sagen, das ist von weißen Ameisen. Ich vermute mal, wir meinen das Gleiche. Das ist hier jetzt ein Campingplatz. Hier kann man mit seinem Zelt kommen und sein Zelt aufbauen. Und because sometimes when the snake can be inside. A snake? Like sometimes the snake can also be inside. Also jetzt ist keine Schlange drin. And the ants are sleeping. Das ist die Kirchenglocke. Dieser Platz ist von der Kirche. Sie nutzen natürlich keinen Stock, sondern einen Stein. Aber wenn ihr jetzt mit dem Stein an die Glocke schlägt, dann kommen gleich wohl alle angelaufen und darum nimmt ihr einen Stock. Da sind die Sitzplätze. Ah! Are here animals? Yeah. Like a deer? Yeah. Okay. Das ist ein Jäger, der da lang spaziert. Und er ist auch auf der Jagd, auf Nahrungssuche. Und zwar gibt es Rehe und Hirsche dort. Jetzt er. Er ist Experte. Ui, bis zum Termitenhügel. Wir sind jetzt ein Stück gewandert und sind hier in einem Bergdorf angekommen. Die Häuser sehen anders aus als die in der Stadt. No one is inside. Yeah, like this the why that no one in the village like this home, no one. Yeah. This is like one person. One person. One person. I like a one. Niemand ist hier. Alle Häuser sind verschlossen und das Haus hier ist für eine Person bestimmt. So sieht das Haus im Rohbau aus. Die benutzen die Stöcke und fangen dann an und später sieht es dann so aus. Down because of water, rain. Ja, die mussten hier ihre Schräge anpassen, dass das Haus gerade steht. This is the bedroom where they cook. And this is for cooking. Cooking, yeah, for what? Yeah. The fire. Also die sind jetzt hier alle nicht da. Das ist ein ziemlich großes Dorf und hier ist niemand. Er sagt, die sind alle in der Stadt, auf dem Markt, kaufen Feuerholz und kaufen ein und ja. Ja, es ist Bett. Das ist Säuer. Ja, Säuer, ja. Jetzt haben wir was gehört. Er sagt, die sind auch alle beten, weil heute ist Karfreitag. Jetzt haben wir aber jemanden gehört. Es hört sich an, als wenn nur Kinder wären. Der hat schon ein bisschen Schiefstand.
Wir gehen nur ein, oder besser gesagt zweimal im Monat einkaufen und heute ist so ein Tag, wo alle eingekauft haben. So, nun gehen wir zurück zum Motorrad. Im letzten Video konntet ihr sehen, wie sie Tamarinen gekauft hat. Und hier ist so ein Baum, da hängen auch die Früchte dran. Ich habe gerade gesagt, ich will mal eine Schlange sehen, aber jetzt ist es eigentlich aussichtslos, weil es ist zu trocken. Die mögen es mehr nass. Ich muss in der Regenzeit wiederkommen. Jetzt ist es aussichtslos. Aber sie sagt hinter mir, sie will auf keinen Fall eine Schlange sehen. So, jetzt geht's zurück. Ich will mal versuchen, ein bisschen mitzufilmen. Since I'm traveling around the world, every day there's something new. Like a child I learned to roll and turn all the things I thought I knew. There are so many ways to think and live, it's so colorful and bright. All the prejudices inside my head, I lay them by my side. Heute gibt es noch Gewitter, es blitzt schon andauernd. Und unten in der Stadt scheint richtig Osterparty im Gange zu sein. Man hört hier richtig laute Musik, so ein bisschen gospelmäßig. Und jetzt kommen die ersten Tropfen aus den Bergen. Unser letztes Dinner hier. So, ich bin jetzt zurück am Zelt. Hört euch mal diese Naturgeräusche an. Wahnsinn, oder? So geht das die ganze Nacht, aber mich stört es überhaupt nicht. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Dann einfach Abo dalassen. Bis bald aus Uganda. Whoa!